Tipp für Niederlanden, generell für Amsterdam, lauft nie auf dem Fahrradweg. Das ist gefährlicher als auf der Straße. Fahrräder. Hey Leute, das ist Travel Poetry. Die letzte Zeit bin ich von Brüssel über Amsterdam und Hamburg bis nach Berlin gereist und habe mich herausgefordert, meine Reiseeindrücke so gut wie möglich in einem Video für euch festzuhalten, um dann mit Hilfe dieser Inspiration ein Gedicht über die Stadt zu schreiben, in der ich war. Die Meininger Hotelgruppe hat mir diese Reise finanziell und organisatorisch ermöglicht. Deswegen haben Johanna und ich auch jedes Mal in Städten in ihren Hotels geschlafen. Für diese Episode hat uns auch Flixbus unterstützt, so dass wir mit einem Fernbus nach Amsterdam fahren konnten. Viel Spaß bei der zweiten Folge Travel Poetry. 24 Stunden in Amsterdam. Bonjour, mes amis. Sie ist verrückt. Sie ist verrückt. Sie hat einfach eine Decke und es ist einfach 76 Grad hier drin. Draußen hat 26 Grad. Nee, drin, das ist doch für drin, oder? Amsterdam. Guten Tag und morgendliche Grüße aus Amsterdam. Wir machen uns gerade auf den Weg zu einem Park, der uns vielleicht auch reinlegen könnte, da er auf der Karte grau unterlegt ist und gelbe Punkte hat. Wir wissen nicht ganz genau, was das bedeutet. Wir hoffen nichts Böses. Aber es sind Hühner auch anscheinend dort vorhanden. Ne? Und was machen wir in diesem Park? Ich weiß nicht. Sie hat ein komisches Ding da dabei. Sieht aus wie eine große Geige. Vielleicht spielen wir auch Geige mit den Hühnern. Wir sind ja auch ein bisschen falsch. Ne? Wir kommen hier irgendwie nicht mehr raus. Verlaufen ist auch unsere Expertise. Wir haben unseren Weg in den Rembrandtpark jetzt gefunden und entspannen hier etwas morgens. Es ist, 10 nach 1. Und es ist nicht so viel los. Wir haben gerade jetzt beschlossen, den Rembrandt-Park zu verlassen, um uns etwas Essen zu holen und dann noch auf Museumsjagd zu gehen, denn wir haben gerade ein bisschen was aufgenommen mit dieser großen Geige hier. Immer noch Geige. Johanna spielt nämlich Geige. Am liebsten spielst du, glaube ich, Schubert, ne? Ich glaube, der hat gerade geile Stücke geschrieben für die Geiger. Ja, das ist ganz nett. Ja, Schubert ist ganz nett. Ja, ich mag halt eher Wagner. Mozart bin ich nicht so der Fan von. Nee, er ist eine Gitarre. Und wer es noch nicht erraten hat. Ich glaube, wir laufen halt gerade auch wieder auf dem Fahrradweg, ne? Ja, stimmt. Das ist gefährlich. Das ist der Fahrradweg. Tipp für Niederlanden, generell für Amsterdam. Lauft nie auf dem Fahrradweg. Das ist gefährlicher als auf der Straße. Deswegen, jetzt lieber mal runter. Wir haben uns jetzt bei Albert Heijn, ich sag es immer so bescheuert, Mittagessen gekauft. Ich habe unten ein bisschen was für die Fahrt, weil wir morgen ja noch mit dem Bus nach Hamburg fahren. Da haben wir so eine Mischung aus Couscous und Couscous mit Falafel und Hummus und ganz viel Essen gekauft. Die in Amsterdam oder generell in Niederlanden haben sehr viel abgepacktes Zeug irgendwie und so halbe Mittagessen in den Kühlschränken stehen und ganz viel Brot. Und jetzt sitzen wir hier. Bewegt sich dieses Ding? Ich habe gerade das Gefühl, es bewegt sich. Was hast du? Käse mit Oliven oder Oliven mit Käse. Oliven, Käse. Käse. Brot. Und Brot mit Käse. Alles mit Käse. Ich esse gerade einen Apfel und muss gerade beobachten, wie Johanna einen Mord begangen hat. Sie hat einfach ihr Puder runtergeschmissen. Ich habe gerade... Falls ihr den Look nachschminken wollt, er nennt sich Wasted. Wow. Ich habe gerade schon auf Snapchat einfach total bescheuert. Rumgehampelt. Es ist gerade was Schreckliches passiert, und zwar hat Johanna einfach
Ihr Bruder runtergeschmissen. Oh mein Gott, wie lebt sie nun? Wir wissen es noch. Seelsorge wird hier aufgetrieben, es tut mir leid. Toll. Danke. Es tut mir wirklich leid. Und jetzt gehen wir echt gleich ins Detail. Wir waren ja noch was essen. Und ich schreibe noch gleich in meinem Bericht weiter, weil ich noch nicht fertig bin. Aber ich schon voll viele Gedanken habe, was ich da alles so einbringen möchte. Eigentlich wollten wir das musikalisch begleiten lassen, ne? Aber was machen wir dann in Hamburg oder Berlin? Machen wir echt okay? Okay. Gil? Okay, die sie macht gerade Concealer auf ihr Gesicht, das sieht echt witzig aus. Sieht aus, als wärst du jetzt so Camouflage. Willst du auch ein bisschen? Nö. Wir sind jetzt endlich nach Ewigkeiten von Pausen und Suchen am. Jetzt versuchen wir es richtig auszusprechen. Daedalike Museum angekommen. Es sieht sehr groß aus und soll moderne Kunst in sich haben, wie schon tausendmal angesprochen. Wir gehen das jetzt mal im Punkt. Passen auf, dass wir nicht von den ganzen Motorrädern und Rollern und Fahrrädern überfahren werden. Und danach gehen wir indonesisch essen, soweit wir jetzt geplant haben, nicht wahr? Oui. Oui, 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 oui. Es ist rot, aber wir sind Jaywalker. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Leider hat das Daedalike jetzt doch schon irgendwie geschlossen um 18 Uhr. Schade, aber dann müssen wir eben nochmal nach Amsterdam. Wir buchen heute Abend. Wir buchen heute Abend den nächsten Urlaub nach Amsterdam. Sobald es geht. Sobald es geht, unter anderem natürlich auch ins Daedalike zu gehen. Bittet jetzt, auch wenn es nichts bringt, imaginär für uns, dass wir hier reinkommen. Es wäre sehr schade, wenn wir in Amsterdam kein einziges Museum besucht hätten. Wenn ihr schon mal in Amsterdam gewesen seid, dann habt ihr vielleicht auf diesen ganzen Dächern hier oben, vielleicht sieht man es irgendwo ganz klein, diese komischen Giebelstangen gesehen, die so ein bisschen vorstehen. Ganz witzig, wir haben herausgefunden, woran das liegt. Denn früher waren die Steuern für die Häuser wurden nach der Breite gemessen. Die waren so hoch, dass man die Häuser ganz schmal gebaut hat und ganz hoch gebaut hat. Was aber dazu geführt hat, dass ganz wenig Platz für Treppenhäuser da war und man dementsprechend seine Möbel nicht reinbekommen hat. Das bedeutet, man hat sich einfach Lastzüge auf die Dächer gebaut, dass man seine Möbel über die Fenster reinbekommen kann. Ein bisschen crazy, aber wenn man Geld sparen möchte, baut man halt schmale Häuser und transportiert seine Möbel irgendwie anders. Und die ganzen, fast jedes Haus hat noch so einen Dachgiebel, also diese Giebelstangen. Und vielleicht wird es heutzutage immer noch benutzt, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Geschichte. Und wenn man weiter rausfährt, sieht man auch, dass die Häuser immer breiter werden, weil die Leute immer mehr Geld hatten und demnach dann mehr Steuern zahlen konnten. Und dann vielleicht auch Möbel nicht über die Fenster reinbekommen mussten. Wir sind gerade an der Amstel in Amsterdam und es ist Zeit, meiner Meinung nach, endlich das Gedicht vorzutragen, was ich über die Stadt geschrieben habe. Der Titel ist genauso einfallslos wie der von Brüssel. Es heißt einfach Amsterdam. Aber vielleicht, macht es das nicht weniger schlecht. Beginnen wir. Es ist ein bisschen laut, aber davon lassen wir uns nicht stören. Amsterdam. Langsam schwebt das Wasser, achtsam tänzelt der Tropfen, rau hämmert das Klopfen an die purpurnen Türen. Nichts ist sich am Rühren, 2 Meter weiter, als würden Leiter an Leiter Lärm mit Ruhe verbinden. Die Massen verschwinden, der Dunst vertreibt sich die Beine, alleine steht man am Nass und vermisst schon genau das, nicht jeden Augenblick zu spüren. Küren von Möwen über den Spitzen, große Augen am Blitzen, Menschen, die sich lieben, so wie sie sind. Ohne zu denken, wer man sein sollte, sondern das, was man wollte und immer noch will, still sitzen lächelnde Münder an Grachten gemeinsam. Verloren sind alle und keiner. Mit offenem Mund am Stahlgeländer, kahl ist das Trauerfeld. Jede Postkarte hält genau das, was sie versprochen hat. Satt hat man sich nie gesehen. Backstein an Backstein flehen, bestaunt zu werden, verbergen an jedem Ufer ihr Mysterium, als würde stumm das Leben anhalten und man sich selbst dann ganz verhalten neben einen Blumenkasten setzen, ungehetzt noch Tulpen sucht und verweilen will. Fahrräder.
ist auch gerade ein Fahrrad ungefähr so knapp an meinem Fuß vorbeigefahren, aber das ist vielleicht sogar so gewollt. Naja, wir laufen jetzt gerade zu einem indonesischen Restaurant und werden hier indonesisch essen. Ist ja anscheinend auch sehr beliebt in den Niederlanden, weil ja die, soweit ich weiß, Kolonien in Indonesien haben. Und das ist übrigens die National Opera, wo ich auch mal in einem Ballettstück war. Ist nicht so schön wie die restlichen Gebäude, aber dafür umso gehaltvoller. Ich hoffe, ihr habt noch Lust auf eine weitere Folge Travel Poetry. Das war 24 Stunden Amsterdam. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euch diese Episode gefallen hat. Hier verlinke ich euch jetzt die Playlist mit den anderen Videos aus Brüssel, Hamburg und Berlin. Und bis dahin, adios.